Hallo, liebe Freunde der Klavier- und Flügelgalerie Maiwald. Heute nehmen wir euch mit auf einen Kundentransport, sprich ein verkaufter Kawaii-Flügel. Den bringen wir weg. Zu den neuen Besitzern. Das ist ebenerdig. Ebenerdige Transporte machen wir teilweise noch selbst. Und gerade vor Weihnachten sind die Speditionen halt auch wirklich schon voll. Und jetzt bauen wir diesen Kawaii-Flügel ab und laden ihn in den Transporter. Bis später. Ja, ist drin. Können wir eben einmal vorziehen. Ja. Übernimmst du mal, Daniel? So. So, jetzt nimmt Daniel das Bein ab. Aber nicht dein eigenes, ne? Ich kann kein Blut sehen. So, Lyra eingepackt. So, jetzt hat Daniel das Bein abgenommen. Es herrscht hier reger Durchgangsverkehr gerade. Alle behindern die Videoaufnahmen. So. Hier, ich hab die nur schon. So, jetzt bohren wir den Schlitten an. Dieser Flügel hat noch keine Rampermuffen, so wie Steinweh heute hat, sondern dort muss man mit Holzschrauben den Schlitten festschrauben. Ja. So, fest. Immer daran denken, nach ganz fest kommt ganz lose. Action! Hauptdarsteller Daniel. So. Jetzt umkippen. Okay. So, runter. Sehr schön. Rollwagen. Haben wir den schon hier? Da ist er. So. Mal gucken, ob wir damit ziehen noch ein bisschen hier runter. Ups. Müsste passen. Okay. Und? Erst bis zum Rollwagen. Jo, und? Alles klar. So.
Bitte? Dann ist sie noch hinten wahrscheinlich. Dann konnte ich nicht alle auf einmal tragen. Daniel. So. Hatte ich recht? Ja. Verrückt. So. Hier zeige ich euch nochmal die Spezialwerkzeugnuss, handgemacht für die früheren Vierkantschrauben von Kawai, wie ihr sehen könnt. Heute sind es auch Sechskantschrauben, aber früher waren es die Vierkant. So. Okay. Jo. So, jetzt noch eine runde Rödelfolie drum. So, ich mache schon mal die Planke raus, kommt mal mit. Transportiert den mal alleine, ist ja auch nur ein Flügel, ne? So. Ja? So, warte, dicke Decke. So. Warte, warte. Okay, ran. So. Es geht nur noch ganz knapp. Hier brauchen wir einen Holzklotz. Und zwar den hier. Ach, Daniel. Die Decke, Daniel. Nein, die ich hier oben hingemacht habe. Ach so. Ja, genau, ach so. Da habt ihr es. So. Einmal. So. Das ist nicht richtig. Warte.
muss so liegen, alles klar. Okay, zweiten. Immer dran denken, doppelte Ladungssicherung, wichtig. Im Falle eines Unfalls schießt der Flügel dann sonst da vorne durch die Wand und zerquetscht Daniel und Andreas. Mich ja nicht, weil ich sitze auf der Fahrerseite. Ach, halt falsch. Um das zu verhindern, machen wir zwei Gurte dran. Falls sich einer dazu entscheidet, seinen Dienst nicht ordentlich zu tun, hat man immer noch einen zweiten. So. Kommt die Planke rein und dann das restliche Zubehör. So, jetzt machen wir uns auf den Weg und 1 Stunde 19 Minuten, sagt das Navi, und dann geht's weiter. Bis gleich. So, wir sind jetzt nach 1 Stunde 20 Minuten. Beim Kunden angekommen und fangen jetzt an, für den neuen Besitzer den Kawai-Flügel auszuladen und werden den dann gleich in seinem neuen Zuhause aufstellen. Los geht's! Los, Daniel! Du arbeitest und ich guck zu! Nö, nö, das funktioniert wie von selbst, sehen Sie gleich. Okay? Fast wie von selbst. Gut. Ja. So einfach ist das.
Ja. So. Hier ist viel Platz, hier kann man bequem sitzen. Ja? Okay. Können Sie auch immer auf, können Sie ihn zumachen, aufgestellt lassen. Also das spielt keine Rolle. Mein Bruder hat den frisch nochmal durchgestimmt und er ist einsatzbereit, komplett. Ne? So, wir fahren jetzt wieder. Der Flügel ist in seinem neuen Zuhause angekommen und wir haben die neuen Besitzer hoffentlich glücklich gemacht und sie haben viel, viel Spaß an dem Instrument und ein schönes Weihnachtsfest. Vielleicht schafft es die Frau ja auch noch in den nächsten 9 Tagen ein kleines Weihnachtslied einzustudieren. Mal gucken, vielleicht finden wir das noch heraus später mal. Tschüss! Ach so, noch was vergessen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Abonniert gerne unseren Kanal. Wir sind für jeden Abonnenten dankbar. Für alle Fragen ruft uns gerne an unter der 02307 12125. Jetzt aber tschüss!